Oh, magische Miesmuschel. Was soll ich heute aufnehmen? Schau mal bei Corrupted. Ach, scheiß drauf, Digga. Leute, kennt ihr das? Wenn euch so viel Bockmist widerfährt, dass ihr in jedem Intro sagen könntet, Leute, kennt ihr das? Aber Leute, kennt ihr das? Ihr geht endlich ins Bett, seid übel müde und fertig, weil ihr die letzten Tage relativ wenig Schlaf bekommen habt. Schlaft echt mal aus, ja, gönnt euch ein bisschen extra Ruhe und fühlt euch nach dem Aufstehen ungefähr so. Scheiß drauf, Digga. Gamer schlafen nicht, die Gamer gamen. So als ob der Körper einfach nicht mehr weiß, hat er gerade 10 Stunden geschlafen? Oder eine Stiege Wein getrunken? Ich weiß nicht. Hier oben, Alter. Hier oben, Alter. Jedenfalls hat Corrupted gestern mal wieder ein Spiel von mir vorgeklaut. Der Bastard. Und das, obwohl eindeutig ich Let's Plays von Horror Games erfunden habe. Nur weil er damals immer ein Hide and Shriek verloren hat. Jetzt hier anzukommen wieder und sich sowas zu leisten. Sag ich dazu nur. Spaß, Rupti, kannst du behalten. Ja, man, im Rat. Mal im Ernst, das Game soll ein relativ simples, wie aber geniales Konzept haben, wo es irgendwie darum geht, dass man Wohnungen mittels Kameras überwacht und merkwürdige Aktivitäten verzeichnet. Wie das Ganze aussehen soll, keine Ahnung. Aber Rupti und die Zuschauer scheinen ja ziemlich begeistert zu sein, also vielleicht ist das ja auch was für uns. So. Wir sollen jetzt ein Level auswählen. Das alte Haus, das neue Haus. Wir fangen einfach mal oben an, würde ich sagen. Und arbeiten uns langsam vor. Perfekt. Oh. Entzückend. Okay, gut. Wir sind die Kamera. Bild hat zuerst mit uns gesprochen. Okay. Attention, attention. Was ist denn? Alle Mitarbeiter. Oh, ich bin gerade on duty sozusagen. Wer hätte es denn gedacht? Vielzählige Anomalien wurden festgestellt. Beobachten Sie alles extrem genau und überwachen Sie die Kameraaufnahmen. Okay, das sind alles also Aufnahmen, ist kein Live-Bild. Und wenn wir das irgendwie feststellen, dass was Ungewöhnliches ist, sollen wir das reporten, falls sich was verändert. Jo, in Ordnung. File Anomaly Report. Bedroom. Hier haben wir die verschiedenen Räume und hier haben wir die verschiedenen... Ach, lol! Das ist ja ein Schlaraffenland hier. Okay, alles klar. Wir gucken mal, würde ich sagen. Hier läuft wohl eine Zeit ab. Das ist... Es ist klar, dass Leute, in deren Schlafzimmer so ein Bild hängt, sowas wie mich hier beauftragen, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Okay, wir merken uns mal, was hier alles so am Start ist, würde ich sagen. Könnt ihr euch vorstellen, das Bild zwinkert irgendwann? Oh Gott, was gibt's denn? Worauf muss ich denn achten? Kamera... Fehlfunktion, Tür öffnen, extra Objekt, Geist, Einbrecher, irgendwas mit Licht, Schatten, was mit den Bildern, Objekte bewegen sich und verschwinden. Okay, das kann ich mir merken. Wir müssen uns hier alles genau einprägen, ne? Boah, ist ja wie Wimmelbild. Where's Waldo? Ey, da könnt ihr mal ein bisschen mitmachen, ne? Also nicht Waldo finden, aber falls euch irgendwas auffällt, schreibt es auf jeden Fall unbedingt in die Comments. Ich meine, nützt zwar nichts, aber bringt für euch vielleicht ein bisschen Spaß. Interaktives Horror-Game hier. Let's go. Hier ist jemand drauf. Oh, könnte der jemand verschwinden? Das ist so subtil. Das ist, was ich meine. Diese Frau hier, vielleicht ist sie nachher weg. Müssen wir mal gucken. Okay. Die ganzen Möbel hier sollten wir uns merken. Gut. Und die Türen. Wo die Türen offen sind. Hinten ist alles zu. In Ordnung. Boah, sie sind hier gerade irgendwie eingezogen oder so. Das ist irgendwie mega beunruhigend, tatsächlich. Wenn jetzt hier irgendwas von den Tellern weggeht, das merke ich mir nie, ey. Das kriege ich nicht mit. Oh Gott, wie viel Zeit haben wir denn, sag mal? Ich habe irgendwie was gehört. Oder spinne ich? Okay, was ergibt sich hier? Das ist der Balkon. Psch, gut. Was ist das hier draußen? Ich sehe das nicht genau. Steht da irgendwie... eine Sofa-Landschaft rum oder so. Man weiß es nicht. Alright. Fällt euch irgendwas auf? Passiert jedes Mal was, wenn man hier irgendwie wieder zurück ins Bild kommt? Beziehungsweise, ist das der Trigger? Hier ist irgendwie eine Schale oder was? Seht ihr das? Oh, schwer zu erkennen tatsächlich.
Ich habe das Gefühl, ich höre immer mal was, so ein Brummen. Ist das normal, dass der Schrank umliegt? Halt, ich meine, ist es das? Irgendwie, keine Ahnung. Was ist das hier? Living Room? Wir können es ja mal probieren. Was passiert denn? Object Movement vielleicht? Halt, keine Ahnung. Okay. Der Report wird verarbeitet. Ja, ich bin ja mal gespannt. Können wir hier rausklicken? Ja, können wir. In Ordnung. Wie lange dauert das denn? Okay, wurde nicht gefunden. Das war also falsch. Alles klar. Boah, ich bin ein bisschen paranoid hier, ne? Yo! Oh Gott, lol! Das ist sehr, sehr eindeutig. Okay, das ist die Toilette. Object Movement. Yo, ich hab grad gedacht, die Spinne. Oh no. Okay, das ist schon mal klar. Es geht immer noch weiter. Okay. Ich kann also aus dem Raum raus. Klicken. Anonymity fixed. Okay, nice. Weiter. Ich schwör, die haben hier Sachen eingebaut, die so mikroskopisch sind. Ich dachte gerade, irgendwas flackert in den Augen. Ich drehe vielleicht auch schon ein bisschen durch. Boah, das ist interessant. Die Türen sind immer noch zu, die Bilder hängen. Hier liegt der Kopfhörer. Den wollte ich mir merken. Das ist so ein Objekt, was irgendwie verschwinden kann. Meiner Meinung nach. Also, wenn dann sowas. Ich habe hier gerade was gesehen. Ey, ich spinne doch, oder? Ah, was? Und was passiert? Was passiert denn? Hallo? Was blinkt hier? Guck mal, hier blinkt was. Was ist das? Was ist das? Moment. Living Room. Was ist das? Extra Object. Light Anomaly. Hallo? Ich habe keine Ahnung, wie ich das einordnen soll. Was soll das sein? Okay, das ist interessant. Da bin ich jetzt mal gespannt. No anomaly type of light. Okay, da. Das ist mehr! Oh, siehst du das? Oh, kacke. Okay, Balkon, outside. Was ist es denn? Was ist es denn? Shadow painting, other intruder, ghost? Ist das ein Geist? Ja, lol, ey. Oh, ich hab Gänsehaut. Das ist so klein da oben. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Nicht, dass YouTube das wieder zermatscht. Okay, das war richtig. Oh, einfach weg, natürlich. Da gab es was von Ratiofarm. Moment, was ist denn jetzt hier aber hier mit diesem Blinkerich? Das Gefühl, hier fehlt irgendwie was. Es blinkt nicht mehr. Mist, was war das denn? Ich habe da drauf geklickt, da passiert auch nichts. Komisch. Ab um 1 hat es angefangen zu leuchten. Das ist noch nicht alles. Wir müssen noch was finden. Die Schale ist immer noch da. Hier lag die ganze Zeit schon ein Teppich, right? Boah, das, so eine Sachen sind es dann immer. Boah, das ist so creepy. Boah, ich bin super überfragt. Jo, wenn euch irgendwas auffällt, sagt es mir. Das hilft mir. Vielleicht, wenn wir das normal spielen oder sowas. Das Handtuch hat sich... Ich bin doch nicht bescheuert. Alter, habt ihr das gehört? Oh mein Gott, nicht flüstern. Flüstern ist mein Nemesis in Horror Games. Bitte nicht, das macht mir übelst Angst. Okay, hier ist irgendwas ganz Komisches. Es tut mir leid, hier ist irgendwas... Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Aber ich höre Geräusche. Das war so ein... Alter! Boah, ich hab Gänsehaut. Nichts gefunden, was? Yo, update dein Detektor, Mann. Hallo? Warning, we are detecting multiple active anomalies in your area. Please locate them and send an... Okay, ich hab noch nicht mein Soll erfüllt hier gerade. Ich habe bestimmt die Hälfte verpasst oder so. Aber das ist schwierig. Ja, ich gebe mir Mühe.
Die gehen nicht von alleine weg, oder? Außer dieser komische Blinke-Button da in diesem Bild. Hier war das. Keine Ahnung, was das sein soll. Da liegt ein Auge! Moment. Bedroom. Hallo? Object, new object. Warte mal, wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Ah, ich kann es nicht finden. Extra Object. Das muss ich hoffentlich noch schaffen hier. Kann ich das ein... Wait, was passiert? Es ist um 2. Alright. Es gibt immer eine Musik zu jeder vollen Stunde. Alles klar, das ist korrekt gewesen. Lass mich raten, es wird immer schlimmer. Der Button blinkt wieder. Was zum Teufel ist das? Ihr seht das doch auch. Das ist doch ein Grafikfehler, oder? Oder ist das Absicht? Aber es scheint nicht so... Jetzt hört es auf zu blinken. Nach 10 Minuten. Oh mein Gott! In my dream you had no face. Alter, ist das krank. Boah, übel interessant. Extra Object. Camera Malfunction, ja, Shadow Anomaly, ich weiß nicht, ist das Other? Was ist das? Boah, das ist mega spooky. Krasses Konzept, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, das ist bestimmt das Falsche. Other ist irgendwie... Oh, doch, es war richtig. Okay. Es geht los, Leute. Ich gucke jetzt immer hier sofort in die Ecke, ob derjenige näher kommt oder die... Ganz genau hinschauen. Ich lache einfach mal ein Auge, da komme ich jetzt noch nicht drauf klar. Ah! LOL! Was passiert? Too many anomalies active, mission fail. Ey, das ist gerade passiert! Ich konnte das nicht einordnen! Alter, hab ich Gänsehaut! Boah, Hilfe! Missing Component. You fixed 4 out of... 8 gab's! 8? What? Wo denn? Boah, das ist schwer. Okay, ich probiere das nochmal. Interessant. Uff. Okay, ich kann das skippen. Das ist nur das Intro. Oh mein Gott, das ist genial. Das ist ja awesome. Jesus. Wisst ihr was? Ich schätze mal, die Dinge, die passieren, die sieht man halt auch einfach nicht immer. Right? Das ist so ein, wie soll ich sagen, Zufall, ob du halt genau in dem Moment, wo zu einer bestimmten Uhrzeit etwas geschieht, ob du im Raum bist oder nicht. Das ist die Frage. Da steht schon wieder wer. Alter, yo. Die machen sich's da gemütlich auf meinem Ikea-Öpenpnöken, Alter. Was ist mit denen? Okay. Das ist ein Intruder oder ist das ein Geist? Jo, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall ja Polizei melden, Alter. Cool. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Ich habe was gehört. Manchmal sehe ich auch Dinge irgendwie sich bewegen. Was? Kein Geist gefunden? Was soll das sonst sein? Ein Intruder? Das winkt nicht wie das andere, das ist unfreundlich. Oder spinn ich? Nee, da steht jemand. Damn, dude. Das muss ja ein Intruder sein. Was ist das denn? Extra Object. Oder ist das irgendeine Figur? Ja, das sehe ich halt nicht. Boah, das macht es halt auch schwierig und kompliziert. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich gucke immer, was... an diesen Bildern verkehrt sein könnte. Okay, das war's. Extra Object. Das war wegen Gartenzwerg oder sowas. In Ordnung. Der Stuhl stand schon da, ne? Ich werd langsam verrückt, glaube ich. Ich muss es, glaube ich, in jeder Stunde, so ist es, schaffen, alle Objekte zu klassifizieren, zu reporten. Und erst dann komme ich weiter, sonst habe ich immer verloren. Ich glaube, so ist das. Ah, I see. Problem an dieser ganzen Geschichte. Manche Sachen sind einfach übel eindeutig. Das Bild hängt falsch rum. Das Bild... Nee. 100 Pro. Ich bin sowas von sicher.
Das sind Flaschen. Ich hab nicht immer... Das hing auch ein bisschen weiter weg. Also ein bisschen mehr zur Tür hin. Moment mal, Object Movement. What? Ich irre mich nicht. Könnte knicken. Könnte absolut vergessen. Und die Dinge passieren nacheinander. Wenn man erstmal den Aufbau checkt, dann weiß man, wie man das angehen muss. Ja! Seht ihr? Ach, krass. Oh Mann, ey. Ich schau mal, ob dieser Laptop vielleicht irgendwie umgedreht ist. Ob die Tastatur hier steht und der Bildschirm quasi auf dem Boden liegt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das würde mich auch, würde mir auch nicht sofort auffallen. Ja! Oh! Ich hab's geschafft. Ich habe keine Warnung bekommen. Auch eine Viertelstunde vorher. Oh, es erschreckt mich jedes Mal. Ich gucke übelst, ich starre regelrecht alles an. Deswegen reißt mich das jedes Mal raus. Es blinkt. Es zirscht. Was ist das? Warte mal, Living Room. Das ist doch die Küche vor allem. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal falsch interpretiert. Oh, das muss man natürlich wissen. Nee, nicht Intruder. Ach, komm schon. Jetzt habe ich mich verklickt. Nee, Intruder nicht. Light Anomaly. Ich guck mal weiter. Ich habe schon wieder irgendwas gehört. Irgendwie so ein Möbel sich verschieben oder so. Nichts. Ab 10 ist auch wieder vorbei. Keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht ist das ein Secret oder so. Oder halt wirklich bloß ein Grafikfehler. Dann my bad. Aber da fühle ich mich auch nicht ganz so schlecht, dass ich mich da beim letzten Mal, dass ich das als Wohnzimmer wahrscheinlich identifiziert habe. Oh, warning. Okay, das geht im halben Stundentakt. Das ist verdammt schwer. Ich weiß nicht, worauf ich achten soll. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das hier nur irgendwie per Ausschlussverfahren. Oh, das geht nicht klar. Das ist schwer. Extra Object, vielleicht behinden was. Oh! LOL! Okay, ich hab's gesehen. Gib mir eine Sekunde, komm mal hin. Extra Object im Bad? Wait, Toilet. Let's go. Alter! Komm mal hin! Und moving. Jo, ey, das ist doof. Das ist doof. Das ist jetzt zugleich. Okay, extra Object und hier noch was sich Bewegendes. Object Movement. Also ich meine. Oder habt ihr auch euer Klo an der Decke kleben? Hell yeah. Sehr gut. Stand hier ein Stuhl? Stand hier hinten ein Stuhl? Ihr seht es leider nicht hier hinter meiner Kamera. Wait a second. Ich gehe jetzt mal auf Extra Object. Oh, Mann, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ey. Uff. Ich glaube, je länger man das spielt, desto mehr sieht man. Wisst ihr, was ich meine? Dinge, die gar nicht besonders sind. Okay, tja, whatever, würde ich sagen, ne? Ghost Intruder? Ich kann es nicht sagen. Kamera Malfunction? Es kann halt sein, dass das, dieser Punkt am Bild auch so eine Kamerafehlfunktion ist, einfach irgendwie. Und jetzt nicht direkt irgendwie ein Grafikfehler. Ich habe keine Warnung gekriegt vor 2. Das heißt, wir scheinen es zumindest bis dahin zu schaffen. Ja. Das Ding blinkt wieder. Super komisch. What? Hallo? Ich habe gar nichts gesehen. Ich hatte keine Warnung gekriegt diesmal. Alter, seht ihr das? Oh mein Gott, ich krieg die übelste Gänsehaut. 4. Ich weiß nicht, wo 4 Sachen sein sollen. Ich hab's echt nicht gesehen. It's over. Boah, das ist schwer. Das ist echt krass, Mann. Geniales Konzept. Hat so eine ganz, ganz komische Art von Paranoia, die das in einem weckt. Yo, cool, dass wir das gespielt haben.
wenn ihr noch eine neue Folge wollt mit, ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe, das durchzuspielen, dann werden wir auf jeden Fall mal The New House ausprobieren. Und der Clou ist, I'm on Observation Duty ist eine Serie aus 3 Spielen. Und die sind alle, haben sich demselben Sinn verschrieben, aber sind ein bisschen anders. Ich glaube, der 3. Teil ist sogar irgendwie ein bisschen Free-Roam oder so. Je nachdem, was ich, also, wenn ich das richtig interpretiere, was ich in dem Trailer gesehen habe oder in der Steam-Vorschau. Würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Ich hoffe, das kommt bei euch gut an. Ich fand's super interessant. Ganz komisch. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und schaut mal eure Bilder an, die ihr im Wohnzimmer habt.